Freitag. Er ist sowas wie eine Tagesschau in den Alternativmedien. Das macht ihm natürlich nicht immer Freunde. Aber er geht seinen Weg unbeirrt weiter. Ja, und heute haben wir ihn zu Gast. Ich hoffe, ihr schaut mal rein auf seinen Blog. Macht euch schlau im Internet. Man kann sich heutzutage nur noch über die alternativen Medien informieren. Macht euch schlau und vielleicht unterstützt ihr auch David Berger. Hier ist Dr. David Berger. Ja, vielen Dank. Was macht ein Mann bei einer Frauendemo? Zumal noch ein schwuler Mann, hat mich meine Nachbarin gefragt heute Morgen. Und da musste ich sagen, wenn ich da hinten die Regenbogenfahne sehe von der Antifa, muss ich sagen, ihr vertretet sicher nicht uns schwule Menschen, die auch häufig Opfer von Gewalt werden. Aber darum geht es heute gar nicht. Es geht vor allem um die Gewalt gegen Frauen, die eine viel größere Gruppe ist. Und seit mindestens 24 Monaten haben wir die Tatsache, dass sich Frauen nicht mehr sicher bei uns im offenen Raum bewegen können. Und es sind nicht nur Frauen, die Angst haben. Ich habe auch Angst. Ich habe Angst um meine Mutter. Ich habe Angst um meine Schwestern und ihre Kinder. Weil wir alle wissen, die Gewalt, auch die sexuelle Gewalt, fragt nicht nach dem Alter, fragt nicht nach dem Herkommen, fragt nicht nach der Hautfarbe, sondern sie kann jeden von uns treffen. Frauen jeden Alters. Weil hier geht es, und da zitiere ich jetzt die Frauenzeitschrift Emma, hier geht es nicht um Sex, sondern hier geht es ganz klar darum, Frauen zu demütigen, den Sex-Dschihad auszuführen. Das ist doch der Fakt, das ist die traurige Tatsache. Und obwohl ich zu jener Generation alter Männer gehöre, denen es geradezu im Blut liegt, als einen Schützerinstinkt auszuüben für die Schwächeren, für die Kinder und Frauen, möchte ich trotzdem nicht in einem Land leben, wo Frauen darauf angewiesen sind, neben mir herzulaufen, weil sie sonst schutzloses Freiwild sind in dieser Gesellschaft. Ich möchte nicht in einem Land leben, wo Frauen zuerst aus Angst auf ihre kurzen Röcke verzichten, dann ein Kopftuch aufsetzen und irgendwann neben ihrem Mann herlaufen müssen, in einer toten schwarzen Burka verhüllt, weil sie sonst eben Opfer für diese Übergriffe sind und als Schlampen für bestimmte Bevölkerungsteile gelten. Ich möchte auch nicht in einem Land leben, wo 40-jährige Männer ihre 11-jährigen Kindsbräute mitbringen und mit denen in einer sozusagen einer Ehe leben, liebe Leute. Und in einem Land, wo zudem Politiker das noch normal finden und Richter das auch noch akzeptieren und die Medien das noch schönreden. Genau. Nicht in einem Land, wo junge Mädchen Opfer von Ehrenmorden werden und die Medien das noch als Beziehungstat schönreden. Und da bin ich schon bei einem ganz entscheidenden Punkt. Wir gehen hier heute nicht auf die Straße nur für irgendwelche Frauen. Wir gehen auch ganz besonders für Frauen mit Migrationshintergrund auf die Straße. Denn das sind doch häufig die Ersten, die Opfer von dieser männlichen Gewalt werden. Und zuletzt noch ein Wort an meine Kollegen, da ich auch Journalist bin. Liebe Leute, ich möchte in keinem Land leben, wo Mainstream-Medien das alles schönreden, während sie gleichzeitig künstlich einen MeToo-Skandal produzieren, der in Wirklichkeit kein echter Skandal ist. Der Skandal findet ganz anders statt. Liebe Kollegen, an euren Händen klebt auch das Blut des Mädchens von Kandel und Maria Ladenburg aus Freiburg. Und ihr seid es auch, die mit eurem Anti-Nazi-Wahn über Leichen zu gehen bereit sind, weil sie nur ihre Ideologie durchsetzen. Das beschmutzt einen ganzen Berufszweig hier in Deutschland. Schaut euch diese Menschen hier an. Das sind keine Nazis. Das sind die wahren Feministinnen hier und Feministen, die hier stehen. Das sind keine Rassisten, sondern das ist die MeToo-Bewegung der Zukunft. Auf geht's zum Kanzleramt, liebe Leute, zu der Frau, die ganz wesentlich mit dazu beigetragen hat,
dass Frauen bei uns sich nicht mehr sicher fühlen, genau. Und an die wir uns natürlich als allererstes hier wenden wollen. Vielen Dank.